Frohe Ostern aus Palma de Mallorca. Wir sind heute kurz im Can Gomer ein paar Sachen machen, obwohl heute natürlich Feiertag ist, Karfreitag. Die Karwoche hat begonnen. Wir haben heute den ersten Tag hier in Palma mit bestem Wetter. Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr heute so an Ostern macht. Oder was heißt heute, also nicht heute, sondern was die ganze Karwoche so macht. Was macht ihr denn an Ostern? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Ich bin jetzt gerade mal unterwegs und nehme heute am ersten Tag, es ist das erste Mal Sommer in diesem Jahr, ein paar Videos auf. Unten ist auch ein Markt an der Kathedrale. Da laufe ich dann auch gleich mal noch hin, schau mal, was das für ein Markt ist. Und da mache ich, wie gesagt, ein paar Videos. Gebt uns bitte einen Daumen hoch. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr über Ostern so macht. Und die, wo uns noch nicht followen, folgt uns doch einfach auf YouTube. Da freuen wir uns. Und jetzt viel Spaß mit den Bildern aus Palma. Wir sind jetzt hier mal an dem Borne, den ihr bestimmt alle kennt. Und ich mache jetzt einfach mal, wie gesagt, ein paar Bilder. Geht es einfach mal runter Richtung Hafen, Richtung Kathedrale. Da ist irgendein Ostermarkt, der ist schon ein paar Tage, also jetzt in der Karwoche. Und ich schaue jetzt einfach mal, was es da zu sehen gibt und nehme euch einfach mal mit. So auch das heute wirklich gefühlte, das Auto sagte 25 Grad, warme, sommerliche Palma de Mallorca. War zwar letzte Woche, wo ich in Stuttgart war, gab es wohl auch zwei, drei schöne Tage hier. Aber die habe ich ja verpasst, weil ich da in Stuttgart war. Also für mich ist das jetzt hier wirklich gerade so, das erste Mal dieses Jahr ein richtig schöner Tag. Und der hier gleich richtig mit 25 Grad, also richtige sommerliche, warme Temperaturen. Und Palma blüht, der Frühling hat begonnen. Ich laufe natürlich mit der Kamera mal einfach hier durch den Park. Ist immer schöner als unten an der Straße entlang. Aha, hier die Wasserspiele, die Boden gehen noch nicht. Die sind noch leer. Werden dann hoffentlich bald wieder gefüllt und funktionieren. Es ist immer sehr schön, wenn die Wasserspiele hier gehen, aber wohl noch nicht alles wieder gemacht. Wir sind hier hinter der Kathedrale, also das Gebäude noch hinter der Kathedrale, da dahinter ist dann die Kathedrale. Hier haben wir da Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Christian Dior, alle ihre Außendienstler. So, hier sind wir jetzt auf dem Markt. Wohl einfach dann den Ostermarkt, der über die Karwoche geht. Der läuft schon, wie gesagt, mehrere Tage. Ich war jetzt noch nie hier. Hab's immer nur beim Herfahren in die Firma, also wenn wir ins Can Gomer gefahren sind oder wenn wir gegangen sind, habe ich es immer gesehen. Hier, wie gesagt, direkt vor der Kathedrale, wird ihr gleich sehen, wenn ich gleich mal in die andere Richtung schwenke. Viele Würste hier wieder natürlich, Sobrasada, die typisch mallorquinischen Sobrasada-Würste. Spielsachen, Schmuck,
Hello. Hier haben wir schöne Trockenfrüchte. Hallöchen, mein Lieber, ich grüße dich. Das ist argentinische Empanadas. Gefüllte, ja, kann sagen, gefüllte Teigtaschen. Gewürze, auch wieder Schinken, Käse. Hier, wie gesagt, alles trocken, Obst, Gemüse, Nüsse, schön bunt. Hier gibt es frische Säfte. Bäckerbrote. Hier ist ein Stand, der steht öfters, der hat so eine Mojito-Bude aufgebaut. Und an dem hier stehen sie immer Schlange. Der macht auch wirklich gute Mojitos. Schöne Cocktails. Der ist immer wieder da, aber auch richtig gut. Ja, hier gibt es für jeden was. Crepes, Eiscreme. Natürlich immer viel Süßes für die Kinder. Döner, Kebab. Ja, das ist recht großer Markt hier. Wie ja, Wetter heute, Bombenwetter. Alles mit Kartoffeln. Und hier seht ihr schon, wenn wir hier rüberschwenken, der ganze Markt komplett vor der Kathedrale. So, da unten sind ein paar Stände. Da unten ist eine Cafeteria direkt vor dem Parkhaus. Und in dem Ambiente hier findet im Moment, ich sage jetzt mal, ich nenne ihn einfach mal Ostermarkt statt. Tja, so ist das ja. Wer von euch ist denn eigentlich jetzt gerade zur Zeit bei uns hier auf der Insel? Schaut das Video gerade jemand, der über die Ostertage hier ist? Dann schreibt uns das auch mal in die Kommentare ein, ob ihr da seid. Und wenn jemand da ist, dann schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr vorhabt, uns morgen oder Montag mal im Cangomet zu besuchen. Montag ist zwar auch Feiertag, aber wir werden wohl... Ja, ich schätze mal auf jeden Fall vormittags mal in den Laden gehen und dann mal schauen, wie die Feiertagsbewegung ist. Ob Leute kommen oder nicht kommen. Also haut was rein in die Kommentare. Genau
gegenüber dann, wie ihr alle wisst, die meisten von euch waren ja schon hier. Das ist dann der Hafen von Palma. Mit diesem auffälligen Gebäude, unten drin einige Restaurants, oben drin auch eine Cocktailbar, die Treppen hoch. Und hier eine große Yacht an der anderen. Ja, auch jetzt natürlich da drüben, ein Karwoche. Restaurants, alle gut belegt, vor allem draußen, die Leute treibt es jetzt raus. Gut besucht die Insel, gut Bewegung. Ja, und die Leute, die jetzt da sind, haben Glück gehabt. Bestes Wetter erwischt. In Malta zugelassen, das Boot. Das hier ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ist das Gibraltar oder Australien? Wer weiß, was das für eine Flagge ist? Dann ab in die Kommentare damit. Das ist auch cool hier. Jetzt geht's vom Hafen zurück in Richtung Bornheim.